Heute gibt's was Süßes vom Bäcker, nämlich Merit Bäcker. Jetzt bei Zimmer frei. Und hier kommen Christine Westermann und Götz Alsmann. Zu einer neuen Ausgabe von Zimmerfrei. Wen dürfen wir heute als Gast begrüßen? Sie ist eine wunderbare Schauspielerin, tolle Sängerin. Sie kann ganz viel. Und vor allen Dingen kommt sie zum dritten Mal zu uns. Wir freuen uns. Das muss man hochlob preisen. Und eigentlich ist sie Repräsentantin ihrer ganzen Familie. Alles Zimmerfrei, Freunde. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier kommt zu uns Merit Bäcker. Merit Bäcker, meine Damen und Herren. Bei dir klappt das auch noch. Oh, wie geil! Ja. Oh, das, die machen geil. Ja, das sagt man. Ehrlich? Können wir die Plätze tauschen? Nö. Okay. Ich will mir das bei dir mal angucken. Ja. Hier liegen Austern. Und warum hast du einen Pfannkuchen? Weil mir von Austern schlecht wird. Ich habe mal eine falsche gegessen. Oh. Ich habe auch einmal eine falsche gegessen. Was geht dann wieder? Wirklich. Ja, also ich kriege den Hals nicht voll. Man sagt ja auch, man kriegt eine Eiweißvergiftung, wenn man zu viel davon isst. Ja, da musst du aber schon einen Doppelzentner zu dir nehmen. Ist mir noch nicht passiert. Hat noch keiner geschafft. Bei mir auch nicht. Dann machen wir Austern frisch und Speck. Erstmal anstoßen. Ja, genau. Merit. Herzlich willkommen. Skull, danke vielmals. Skull. Bester Mann. Skull. Merit tut total cool, dabei ist sie total aufgeregt. Total. Immer. Hast du immer gar nicht ist ganz schlimm. Ja, aber guck mal, das Glas tut auch so. Ja, innen drin macht es irgendwie dum, 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 dum. Leute, mein Speckpfannkuchen wird kalt. Ganz schlimm. Unsere Austern werden warm. Guten Appetit. Oh, ja. Oh, guten Appetit. Oh. Merit Bäcker isst alles, also alle Meerestiere außer Hummer. Was hast du gegen Hummer? Ich war mal Vegetarier. Also ich war wirklich ganz lange Vegetarier und habe auch wirklich keinen Fisch und keine Austern gegessen. Und irgendwann war ich dann am Meer und habe gedacht, jetzt gib die Viecher her, ich mache sie selber tot. Also ist mir egal. Habe ich dann auch gemacht. Mit heißem Wasser oder so? Also Fische und so. Ach so. Und bin in ein Fischlokal voller Freude und habe mir dann einen Hummer bestellt. Und der war aber vor mir in einem Aquarium und wurde dann so rausgecatcht. Und der hat wirklich um sein Leben gekämpft. Ja. Und dann ist das Teil auf den Boden gefallen auch noch. Und das ganze Lokal hat gelacht. Daraufhin habe ich einen solchen Heulkrampf gekriegt. Und mein damaliger Freund Olli musste dann in die Küche gehen und sagen, sie sollen den Hummer bitte wieder ins Wasser tun. Und da kamst du dir vor wie der Hauptdarsteller aus Free Willy. Ja, und genau. Der war dann am Schluss wieder im Becken. Der war dann wieder im Becken. Und toll. Seitdem nie wieder. Tolle Geschichte. Nie wieder Hummer. Ja, so. Gut, dass wir keinen Hummer da haben. Ja, und die Auster ist halt ein Schließmuskel, deswegen geht das. Weiterhin guten Appetit. Ah. Wo fängt bei dir Luxus an? In welcher Kategorie? So, mal hier. Hm. Das ist schon ein tierischer Luxus. Wobei, das ist natürlich eine Betrachtungssache. Wenn man jetzt in der Bretagne ist, dann gibt es das ja sozusagen wie Sand am Meer. Ist das ein arme Leute-Essen sozusagen? Schmeißen die hinterher. Die würden gerne einfach mal ein paar Bratkartoffeln essen. Oder Speckpfannkuchen. Das glaube ich nicht. Ja, aber da kosten die tatsächlich nichts. Oh, sind die gut. Erinnerst du dich noch an irgendwas, was vor man muss sagen, 15 Jahren war, als du bei Zimmerfrei warst? Ja, doch. Dass du keine singende Säge spielen konntest. So, aber du bist eine Meisterin der singenden Säge, das können wir gleich sehen. Ich kann nur die singende Säge und alles andere. Naja, das werden wir noch sehen im Laufe dieses Abends. Du isst ja schneller als Götz, das finde ich gut. Auf jeden Fall. Ich esse um die Wette, er weiß es nur noch nicht. Können wir dann mal? Die sind auch schon losgemacht, das finde ich auch geil. Was machen wir jetzt? Eigentlich wollten wir einen Film gucken. Echt? Ja. Don't just do it.
Sadomaso. Wie nennt man das denn? Wie nennt man Sadomaso? Ja, ja, also gehört. SM. Ja, und was tun die? Oh, das war's. Zu mir und holt mich fern von hier. Du, 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 du. Wahnsinn. Ich nehme das gleiche Lied. Ach, sehr geil. Ach, wie schön. Du sollst spuren. SMS. Toll, dass du das hast, Christine. So war es nochmals. Als du, liebe Christine, das Zimmer frei rätselraten ja. hast. Boah, Jesus. Möchtest du noch mal sagen? Aber ich habe gehört, dass ich mich gemacht. Nackig gemacht habe bei der Sendung. Ich habe nichts ausgelassen. Nee. Mhm. Weiß Aber, Gott. Weiß Gott. Oh, feier. Ein bisschen Pfeffer wäre schön. Ne? Hier, ich habe den Pfeffer gebunkert, wenn Ach ich so. Mal ganz ehrlich. Ah. Entschuldige bitte. Ja. Geht Spagat noch? Und ich, ja, Spagat geht noch. Willst du sehen? Was geht nicht mehr? Nee, nee. Lieber, nee, nee. Eigentlich geht noch ziemlich viel. Mhm. Also die Brücke geht gerade nicht mehr so gut. Die habe ich jetzt länger nicht gemacht. Das kommt dann irgendwann wieder. Wo merkst du denn die 15 Jahre, die vergangen sind? Im Gesicht zum Beispiel? Ja? Nein! Und noch mal alle! Nein! Oh, danke. Ihr seid wie eine Mutter zu mir. An meinem Kind merke ich es. Weil das Kind groß ist. Ja, also das Kind ist auf jeden Fall groß und schön geworden. Ja. Und ein sehr intelligentes Wesen und macht ganz, ganz toll Musik, Götz. Wunderbar. Mhm. Wirklich. Wie gut hat es das Leben mit dir gemeint, Merit, in den letzten 15 Jahren? Oh, sehr unterschiedlich. Ups und Downs, also andauernd. Kennst Aber du es gibt, solange es immer wieder Ups gibt, ist doch toll. Ja. Also wenn es nur Up geht ja auch nicht, es muss ja dann auch mal runtergehen, sonst... Weiß man gar nicht, wie schön es auf der Höhe ist. Ja, also, aber sonst merkt man es ja irgendwann nicht mehr. Oder beziehungsweise, wo soll das enden? In einer Explosion oder so. Ja. Glaubst du, dass es stimmt? 7 fette, 7 magere Jahre? Ich glaub, nee. Nee, ich glaube. Die Rechnung stimmt, glaube ich nicht. Wegen der 7? Also, du meinst es. Ja, aber runter hoch ist richtig, oder? Ja. Aber es geht ja auch manchmal so. Und dann machst du. Also halb runter? Ja, genau. Und dann machst du irgendwann. Ja, ja. Was war Anfang 30 für dich wichtig und was ist jetzt wichtig? Anfang 30 für mich wichtig. Also hier warst du Anfang 30? Ja, stimmt. Mhm. Ich fand 33 auf jeden Fall ist so ein Alter, was ein schwieriges Alter ist. Das 33? War nach euch, 33 Jahre. Weiß ich nicht. Ich bilde mir ein, Jesus ist auch nur 33 geworden. Irgendwas ist da. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht. Mhm. Er macht irgendwie so ein... Irgendwas ist da. Ja. Also kenne ich viele, denen das da holprig gegangen ist. Und mir ist das da holprig gegangen. Dann wollen wir das Thema ganz schnell ad acta legen. Habt denn meine, wir kommen zu unserer allerersten Aktion. Sie wissen vielleicht, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass seit einiger Zeit eine fantastische neue Berliner Tatortkommissarin am Start ist. Dargestellt von Merit Becker. Und deshalb machen wir ein ganz besonderes Spiel. Wir spielen Stadtland Fluss, ein alter Favorit bei Zimmerfrei, aber auf eine ganz besondere Art und Weise. Oh, ich verteile jetzt schon mal die Schreibpulte, die Schreibbretter. Und ich brauche jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine, wie man früher zu sagen pflegte, charmante Assistentin. Eine charmante Assistentin. Hätten Sie Lust, meine charmante Assistentin zu sein? Das ist aber toll. Und Applaus, meine Damen und Herren. Darf ich fragen, wie Sie heißen? Jennifer. Stellen Sie sich bitte hier hin, dass alle Welt sich freuen kann in Ihrem Anblick. Und dann werden wir Ihnen gleich Buchstaben zurufen. Und dann lassen Sie bitte jeweils den Buchstaben herunter, dass wir sehen, welches Wort sich dahinter verbirgt. Hinter diesen Buchstaben verbergen sich nämlich Tatorte, kriminalistische Tatorte. Wir werden diese Tatorte jetzt ermitteln und werden dann, wenn wir den Tatort sehen, dazu passen, mit den Initialen des Tatortes folgende Stadt-Land-Fluss-Kategorien befüllen. Lächerliche Todesarten, allerletzte Worte, hinterhältiges Motiv und Kommissarnamen. Moment, das habe ich jetzt immer noch nicht verstanden. Ja, dann sag du. Und ich sag Stopp. Nee. Stopp. D. D, bitteschön. Nein, das ist A. Sie müssen D. D müssen Sie machen. Ich finde aber Affenstall auch sehr inspirierend für den Buchstaben D. Das werden wir jetzt auf keinen Fall nehmen. Alles klar, Dachkammer.
Stopp! Gerne. Mir fällt kein Name ein, so schnell. Lächerliche Todesarten? Dachkammerklaustrophobie. Dachziegel von innen. Geil. Dachschaden. Oh, ja. Allerletzte Worte? Der Dachziegel war's. Großartig. Ja, danke. Ich hab Düsseldorf. Hinterhältiges Motiv? Dachdeckers Eifersucht. Dauerfernsehen, das fand ich jetzt nicht. Dummheit. Ja, das ist ein schön. Oh, Entschuldigung. Code und Kommissarnamen? Derek. Ich kam nicht weiter. Ich habe David und dann kam ich nicht weiter. Ich habe Dämon geschrieben. Boah, der ist cool. Mir fällt aber nichts ein. So, ein letztes Mal machen wir es noch. Jetzt sagt Merit A. Ich habe schon A gesagt. Nochmal A? Ach so, du hast A gesagt? A. Mhm. Dann musst du A sagen, okay. A. Merit sagt Stopp. Stopp. N wie Nordpol. N. Nee, wieder nicht der Affenstein. Aber wir können das kombinieren. Niemandsland. Ah, Niemandsland. Das ist sehr schön. So, dann können wir ja mal. Also, ich mache den Anfang. Lächerliche Todesarten, Nacktheit im Winter. Nicht schlecht. Niesen. Nitroglycerin. Sehr gut. Oh. Allerletzte Worte? Nie mehr. Niemand. Nosferatu. Oh, das hinterhältiges ist... Motiv? Ich will irgendwas mit Nitribit machen, aber mir ist nichts eingefallen. Toll. Nudelholz ist aber kein Motiv. Nudelholz ist nicht schlecht. Das ist aber kein Motiv. Das ist ein Gegenstand. Nudelholzallergie. Das ist doch der Gegenstand. Ich habe nebulös geschrieben. Das ist ein schönes Wort. Mhm. Code-Kommissarnamen habe ich. Nestor Burmar, der berühmte französische Künstler. Nestor ist toll. Ja. Warum habe ich denn Nancy? Nancy Neverland habe ich jetzt wegen Niemandsland. Ja. Wisst ihr was? Ich glaube, das Spiel führt zu rein gar nicht, was ich sehr bedauere. Aber mir hat Spaß gemacht. Ich stinke jetzt dermaßen nach Fisch. Dann iss einfach weiter. Ja, das mache ich wirklich. Ich bin ganz schlimm. Ich kann da nicht aufhören. Ach, Entschuldigung. Sie haben das fantastisch gemacht. Vielen herzlichen Dank. Jennifer, meine Damen. Was gibt's jetzt, Christine? Thorsten Schorn gibt's jetzt. Und was toll war, du hast ihn in die Wohnung gelassen. Ich habe sie alleine gelassen in der Wohnung. Ja, und da steht ein Kühlschrank und den hat er eben mal aufgemacht. Oh Gott. Aber erst später. Ja. Bitte schön. Als das Bier schon ausgetrunken war. Oh Gott, was war denn da drin? Tatort Berlin-Kreuzberg. Die Wohnung von Merit Becker. Ach du Scheiße. Frau Becker? Frau Becker? Die identifizieren wir später. So, die Spurensicherung ist da. Was haben wir denn hier alles? Ach, hier. Abgetrennte Beine. Abgehackte Discofüße. Überall menschliche Extremitäten, wohin man guckt. Fernglas am Fenster. Wo guckt sie denn damit hin? Aha, klasse. Ich meine, sie hat sich immer ein Haus am Meer gewünscht, in Berlin. Das ist ein Kompromiss, oder? Sind da auch Leichenteile drin?
Town Girl. So, und im Kühlschrank hat sie Salbei, der aber auch schon mal bessere Tage erlebt hat. Und hat Merit Becker sowas nötig? Frauenpower in der Flasche. Da nehme ich aber gleich einen großen Schluck von. Sie ist ja fit wie ein Turnschuh. Sie kann angeblich Spagat in alle Richtungen. Und ich vermute, sie macht es hier jeden Tag mit 5 Minuten Hula-Hoop. Fast 5 Minuten und wird dabei hier beobachtet. Wer ist das? Ihr Bruder Ben Becker? Oh nein, das ist Otto Sander, ihr geliebter Ziehvater, bei dessen Tod sie sagte, man hört erst dann auf, Kind zu sein, wenn ein Elternteil stirbt. Nun sitzt sie hier in der Küche und denkt an ihre Liebsten. Das Arbeitszimmer wirkt auf den ersten Blick recht durcheinander, ist aber tipptopp organisiert. Sie hat zum Beispiel hier ihre CDs alphabetisch sortiert. Sie ist Sängerin, sie ist Komponistin, in erster Linie natürlich Schauspielerin. Und hier hat sie die vielen Auszeichnungen, die sie bekommen hat. Zum Beispiel Goldene Kamera, Deutscher Filmpreis. Hier sogar das Bundesverdienstkreuz am Band. Es kann nur gut sein, dass all dieses Zeug demnächst im Internet von ihr versteigert wird. Sie muss ihren Krempel ein bisschen reduzieren. Sie will nämlich aus dieser Wohnung bald ausziehen und hat sich dafür auch ein kleines Zettelchen gemacht, was noch alles zu tun ist. Da sind viele Punkte offen, vor allem die roten. Möbel verkaufen, Transporter anmieten. Aber wenn das alles erledigt ist, Götz und Christine, dann zieht Merit Becker zu euch in die Wohngemeinschaft. Und da freuen wir uns jetzt schon drauf. Thorsten Schorn in Merit Beckers Wohnung in Berlin-Kreuzberg. Ja, zimmerfrei. Sag mal, stehst du da mit dem Fernglas am Fenster und guckst ins Schwimmbad? Das Erste, was ich in dieser Wohnung aufgehangen habe, überhaupt, war das Fernglas. Ich finde das so geil. Ich habe wirklich das Wellenbad bei mir vor der Tür. Mhm. Ich gucke, und wenn das Tollste ist, wenn es Winter ist, dann ist das Schnee. Und gegenüber, also so ab Nachmittag ist das beleuchtet, ist das Wellenbad. Und dann hüpfen da welche in roten Badeanzügen mit Bällen rum und so und tun so, als wäre Hochsommer. Ist total abgefahren. Ja, schön. Dahinter ist auch ein Zirkus. Ja, ist ja wirklich irre. Es passiert gerade was, also für Außenstehende Interessantes, für dich wahrscheinlich eher Schwieriges. Deine Tochter hat die Schule geschmissen. Mhm. Mhm. Wie Merit Becker auch mal die Schule geschmissen hat. Mhm. Und es ist was Tolles aus dir geworden. Was haben denn deine Eltern damals richtig gemacht, was du heute nachmachen könntest? Wenn deine Tochter Lulu jetzt gerade mal... Weiß ich nicht. Weiß ich gar nicht. Also ich muss... Naja gut, jetzt artet es aus. Ich habe also mein Schulabschluss ist trotzdem noch ein bisschen höher als der, den Lulu hat, muss ich mal kurz sagen. Mhm. Und, aber ist egal, Schule weg. Ist egal, Schule weg, ist weg. Ja, genau, irgendwie. Und jetzt so, und wir gucken schon, wie wir es machen. Also das macht sie ja auch toll. Sie guckt mit mir zusammen, irgendwie will jetzt weitergehen. Sie will halt Musik machen und kann das eigentlich auch ganz, ganz toll. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir den Weg gehen. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das mal ganz gut gemacht so mit ihr. Die hat Cello gelernt und lauter so schöne Sachen. Machst du dir gerade Vorwürfe? Immer Vorwürfe. Oh. Wie groß sind die Sorgen? Schon groß. Also ich will halt, eigentlich mache ich mir keine Sorgen um sie, weil sie halt wahnsinnig schlimm begabt ist so. Und ganz tolles Wesen und so. Aber ich habe natürlich immer Sorge, ob es ihr gut geht. So. Mhm. Ich will, dass ihr wirklich, wirklich gut geht und dass sie wirklich zufrieden ist mit dem, was sie macht. Und sie wohnt jetzt wahrscheinlich zum ersten Mal alleine, wenn ihr da auszieht? Sie wohnt jetzt schon alleine zum ersten Mal. Und wie sehr? Also mein Nachbar kann jetzt schon gar nicht mehr meckern. Wie sehr gluckst du rum? Geht. Ich gluck, nö, ich gluck gar nicht so. Eigentlich gar nicht. Ich freue mich wahnsinnig, wenn sie kommt. Aber ich gluck überhaupt nicht. Ich deute nur an. Oh Gott. Sage okay. Nichts, ich deute nur an, ich dass jetzt die erste schnell. Hausmusik kommt. Wir haben so eine großartige Künstlerin wie Merit Becker bei uns zu Gast, die sich auch auf musikalischen Gebieten auszeichnet, par excellence. Und sie spielt jetzt für uns Klavier und singt ein selbstgeschriebenes Lied. Richtig. Mit dem schönen Titel Schneeflocken zum Frühstück. Genau. Snowflakes for Breakfast. Genau, ein Ausschnitt daraus, weil das ist... die längere Version ist zu lang. Wir machen eine kurze Version. Genau. Thank you.
Heute. Ganz schlimm. Ich würde auch gerne was trinken, aber mir schenkt keiner was ein. Darf ich dir was einschenken? Ja, bitte. Es läuft ja Dufte zwischen euch. Ja, ich muss ja irgendwas für die WG tun, damit ich habe aber keine Wohnung mehr, ich muss ja irgendwo hin. Ja. Sehr. Nicht, dass ich hier möchte. Kann ich dir auch was einschenken? Ja, ich nehme die Flasche. Danke. Ah, herrlich. Wir gehen nicht hoch, sondern raus. Okay. Wir Tschüss. Gehen raus. See you. Oh Gott. Skoll. Rittenbude. Oh, nein! Oh, wie geil! Hallo, wir sind Becker. Jute. Oh, eine Jute. Genau. Ich habe mal in der Jute gewohnt. Hast du? Ja. Und sie wünscht in sich, oder du stellst sie das so vor, dass du in 10 Jahren in der Mongolei bist. Ich will durch die Mongolei. Genau, mit einem Pferd. Hallo. Und da haben wir gedacht, machen wir mal. Nee, das ist Püppchen. Das ist Meret. Hallo Püppchen, ich stink total nach Fisch. Hallo Püppchen. Hallo Püppchen. Wenn du magst, setzen wir uns hier hin. Ich sei lieb. Hallo, guck mal. Ich hab Zitrone und Salz. Hallo Püppchen. Ja, guck mal. Oh, ist die süß. Entschuldige bitte. Bitte, alles gut. Ich bin beschäftigt. Hallo Schatzi. Hallo, darf ich dich anfassen? Hallo. Meret, woher kommt diese Sehnsucht, dass du weg willst? Oh, ich finde das so geil mit dem Pferd durch die... Oh, wie toll. Ich finde Reiten total toll. Ja. Obwohl ich es gar nicht so gut kann. Aber die töten ja auch manche Pferde. Also so manche. Und die da zum Beispiel, glaube ich, die könnten das vielleicht. Und
Ich finde so, ich hatte immer die Idee, so wenn ich 50 bin, also das werde ich jetzt nicht schaffen, das muss noch zu viel machen, aber irgendwann möchte ich gerne eine, eigentlich am liebsten eine Weltreise machen auf einem Pferd. Mit einem Pferd, die arme Sau. Und ich glaube, das geht gar nicht. Und ich glaube auch, die Welt ist viel zu gefährlich geworden. Aber durch die Mongolei zum Beispiel. Warum? Was ist das für eine Sehnsucht? Warum gerade die Mongolei? Ich weiß nicht. Ich wollte als Kind schon, habe ich geheult, wenn man mir gesagt hat, nee, du bist kein Indianer, du bist Deutsche. Habe ich echt neue Kraft gekriegt. Und ich weiß nicht, ich glaube, irgendwie sowas ist das. Ich bin auch mal allein durch die USA gefahren. Das fand ich auch ganz toll. Glaubst du an sowas wie, wie nennt man das denn? So Abdrücke, so Seelenabdrücke, dass du vielleicht mal in einem früheren Leben Indianerin warst? Oder dass die Mongolei irgendwas bei dir? Vielleicht. Nee, ne? Ich weiß nicht. Also sowas finde ich einen schönen Gedanken und ich finde ihn ganz toll. Und ich weiß auch schon, wenn ich wiederkomme, dann komme ich als Möwe wieder. Warum als Möwe? Weil ich dann Jakobsmuscheln und Austern essen kann, bis der Arzt kommt. Und fliegen kann natürlich. Ja, aber ich weiß nicht, welche Vorlieben oder so ich vielleicht mal gehabt hätte. Das habe ich keine Vorstellung von. Wenn du sagst, in 10 Jahren in die Mongolei, bist du da alleine oder ist da jemand dabei? Nee, da bin ich alleine. Aber da besuche ich dann schon, also ich stelle mir mal vor, ich komme dann an so eine Jurte und da steht dann so eine Mutti mit so einer, wahrscheinlich so einer ganz schlimmen Schale voll mit so Milch. Die muss ich dann runter damit, so, hilft ja nichts. Gibt es was, wovor du dich fürchtest im Leben? Vor ganz, ganz viel. Also natürlich vor Brutalität fürchte ich mich, vor Unglück, wobei ich sogar, nein. Vor Krieg fürchte ich mich, vor sowas irgendwie. Und natürlich eigentlich auch vom Tod. Aber da finde ich ganz toll, dass das immer weniger wird. Wie war das, sagen wir mal, vor 10 Jahren mit der Angst vorm Tod? Da war die wesentlich größer. Woher kommt das? Also einmal hat man wirklich mehr gemacht und mehr erlebt und so. Und vielleicht ist es auch irgendwann mal gut. Aber noch bin ich dabei, weiß nicht. Aber ich glaube, so als Otto gegangen ist tatsächlich, da war das so wirklich wie, ich wusste, der ist noch da. Also das war wie so eine Tür, die aufging. Und die Vorstellung, dass, wer da jetzt alles schon oben ist, wen ich alles kenne, wer da oben ist, oder wen ich auch nicht kenne und der da oben ist. Und ich weiß genau, dass Otto sich die alle greift, also David Bowie kann sich schon mal was gefasst machen. Und wenn ich mir dann dazu stoßen darf, finde ich eigentlich ganz schön. Mhm. Vielleicht ist es zu dicht jetzt dran, aber hast du gesehen, wie Otto Sander gestorben ist? Warst du dabei? Hilft sowas? Nee, ich war beim Sterben nicht dabei. Ich war aber unmittelbar danach dabei und es ist ganz, ganz toll. Und ich finde, die Kultur, Menschen wegzuschaffen, wenn sie sterben, ganz schlimm. Und ich finde, jeder Mensch sollte das Recht haben auf eine natürliche Geburt. Das geht nämlich auch leider abhanden in unserer Welt. Also ich habe mein Kind auch natürlich und zu Hause geboren. Aus Versehen zwar, aber egal, es war toll. Und mein Vater durfte bei uns zu Hause liegen bleiben und ich hätte wirklich keine Sekunde weniger mit dem verbringen wollen. Du hast eine sehr schöne Vorstellung und einen Wunsch vom Sterben. Du sagst, ich möchte so mich ganz langsam Stück für Stück auflösen. Das finde ich eine tolle Vorstellung, dass man selbst auch ganz langsam so Abschied nehmen kann. Ne? Ja, fände ich schön, also wenn man sich auflöst. Das Einzige ist, ich habe das mal so gedacht, dass man sich auflöst, wenn man sozusagen immer besser wird, also wie so ein guter Wein, wenn man immer besser wird und dann sich immer mehr auflöst. Das einzig Blöde daran ist, dass dann die Guten immer weg sind. Ja. Aber ein bisschen ist es ja auch so. Schön, mit dir zu reden. Vielen Dank. Schön, danke. Und danke für das. Das ist wirklich gerne. Ganz zauberhaft. Tschüss, ihr zwei. Kommt gut nach Hause. Vielleicht greifen wir ja mal irgendwann. Tschüss. Oh, das ist toll. Tschüss, Mäuschen. Das ist toll. Oh. Also. Wir machen dir ein Foto. Oh, das ist toll. Könnte das Publikum das sehen? Ja, die haben es gesehen. Echt? Das sind wirklich echte. Oh. Oh, das ist geil. Das ist wie Weihnachten. Ich weiß auch nicht, was das ist. Eins steht jedenfalls fest, während ihr draußen wart und ich intensiv bei einem kleinen Nickerchen zugehört habe, da haben hier hilfreiche Hände etwas aufgebaut.
Es scheint sich um die Kulisse für ein Spiel zu handeln. Wir wissen aber nicht, was es für ein Spiel ist. Es ist eins unserer Notarspiele. Dieses Spiel wird uns gebracht, erklärt und begeistert vermittelt vom staatlich geprüften Zimmerfreinotar. Ja, es ist ein Traum. Ein Traum wird wahr. Ich darf mir heute einen Traum erfüllen. Sie haben Träume, Herr Notar? Ich wollte als Kind immer Zirkusdirektor werden. Das mit dem Notar kam während der Pubertät. Das ist eine andere Geschichte. Ja, Sie dürfen jetzt teilhaben an meinem Traum. Und Sie träumen ja auch vom Zirkus. Sie würden ja gerne ein Zirkusprojekt machen, habe ich gehört. Und deswegen ziehen Sie sich bitte um. Unsere wunderbare Kostümabteilung hat etwas vorbereitet. Das ist meiner. Wenn Sie dann zu dem Beruf sich umziehen würden. Das ist aus dem Kostümfundus von Rainer Kallmund. Es ist ihm zu klein geworden, deswegen konnten wir es günstig erwerben. Wunderbar. Oh Gott, was habe ich denn jetzt? So, und ganz ach, großer Gott, ja, natürlich. So, nun treten Sie bitte. Ist überhaupt irgendeine Veränderung wahrzunehmen? Oh mein Gott! Treten Sie bitte mit mir in die Manege. Ah, toll! Und Applaus, meine Damen und Herren! Ja. Juhu. Es ist. Für das Erste ist es sehr wichtig, mit dem Publikum Kontakt aufzunehmen. Ja. Jeder bekommt jetzt einen Eimer. Ich sehe gerade, meiner ist noch nicht voll genug. Nehmen Sie sich bitte auch einen Eimer von dort. Machen wir. Und dann, auf mein Kommando, schütten wir den Inhalt ins Publikum. Das wird lustig. Zirkuszimmer frei, alle hopp! Ja! Toll. Und jetzt ganz wichtig. Wir Zirkusleute, wir verbeugen uns immer. Wir machen das folgendermaßen. Erst eine Pose, dann verbeugen und dann noch eine Pose. Aber die darf nie gleich sein, die Pose. Natürlich nicht. Und jetzt zusammen. Ja. Pose, Verbeugung. Pose. Fantastisch. Geht? Alles gut? Ja, ich habe nur meine Mütze verloren. Oder hast du dir wehgetan? Nee, alles super. Alles gut? Zweite Disziplin, was total gut immer ankommt. Erst gehen Sie. Das ist geil. Ballon, Tiere falten. Ich zeig's Ihnen einmal. Ich glaube, du wirst deine Ballons. So. Wir haben hier was den Anfang eines Hundes. Sieht doch ein bisschen unentständig. Entschuldigung, aber... Ich weiß nicht, was Sie... Und das muss jetzt... Nee, so. Das ist ja der Hodenhund. Frau Becker. So, und jetzt, das muss ratzfatz gehen. Für die Kinder ein Tier falten. Oh, jetzt wirklich? Oh. Schlange. Wunderbar. Da ist man, das sieht. Das Hodenhund. Oh. Es ist urologisch sehr bedenklich, was Sie da machen, Frau Becker. Fantastisch! Und jetzt präsentieren wir unsere Werke. Scheiße. Pose. Verbeugen. Tolles Spiel, Herr Toll. Frau Becker, was ist das für ein Tier? Was ist das für ein Tier? Das ist ein Pudel. Ach so. Ja. Der wäre aber zu Recht ausgestorben. So. Ja. Jetzt, apropos Tiere. Wir sind kein veganer Zirkus, wir arbeiten mit echten Tieren. Ah. Okay. Und zwar darf ich jetzt die Tiere präsentieren. Die Tiere, da kommen sie. Ah. Ladies and Gentlemen, come and see a Traktion! Ja, muss jetzt warum machen. Nicht? Entschuldigung. Möchten Sie vielleicht gleich das Zebra, Herr Alsmann, die Ziege? Ja. Und nun ist die Aufgabe, eine kurze Dressurnummer einzuarbeiten mit den Tieren.
Ich gebe Ihnen nun 30 Sekunden Zeit, den Willen der Tiere zu brechen und die empfindlichen Tierseelen wirklich zu... Na. Und in der Zeit werde ich das Publikum mit einer echten Las Vegas-Nummer unterhalten. Wollen Sie die sehen? Was soll man denn mit den Tieren machen? So, 30 Sekunden, ab jetzt haben Sie Zeit, eine Nummer einzuüben. Oh, okay. Ja, das ist okay. Jetzt pass auf. Hallo, ja? So, die Zeit ist um. Ja, genau. So, die Zeit wäre jetzt um. Und sitz. Dann würde ich als erstes präsentieren. Sitz. Alles klar. Frau Christine und ihren dressierten Bären. Schauen Sie und staunen Sie. Platz. Mach Platz. Und jetzt mach Männchen. Ja! Oh! Hallo! Und verbeugen, verbeugen. Pose. Und nun, Herr Alsmann. Ich präsentiere Xantippa, die einzige, das einzige Tango-tanzende Zicklein der westlichen Hemisphäre. Oh. Hier, lecker, 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 lecker. Bravo. Nun, Frau Becker, mit Ihrem Zebra, was haben Sie vorbereitet? Ja, schauen wir mal. Also, Toll. Ja, und ja, schön. Ja, so ist fein. Und runter. Das ist zirkisch. Und sitz. 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 Hallo. Pose! Verbeugen! Elsmann! Das war schön! Dankeschön! Der Notar, meine Damen und Herren! Alle Tiere! Großartig! Hat Spaß gemacht. Super, aber ich wusste nicht, dass man die wirklich drehen kann und dann passiert nichts. Bitte? Dass man die wirklich so drehen kann und da passiert nichts. Das ist erstaunlich, ne? Ja, oh Gott, ich komme hier nicht drauf. Das geht. Wenn man einfach ausziehen. Ausziehen? Nee, ich glaube, ich bleib noch ein bisschen, wie ich bin. Schön, das ist eigentlich auch ganz geil. Aber die Hose ist geil. Entschuldigt, wenn ich die so trete. Merit, du willst ja einen Zirkus machen, du willst ja einen Zirkus. Ja. Erzähl doch mal, Mädchen. Was wird das denn für einer? So wie Roncalli oder wie Sarasani? Nee. Oder? Nee, gar nicht, sondern so. Ich finde immer, dass man hat so eine Idee von Zirkus eigentlich eher. Und so gibt es den gar nicht, glaube ich. Und diese Idee von Zirkus, die würde ich gerne mal auf die Bühne bringen. Mit Tieren mit oder ohne? Musik, vielleicht auch mit Tieren. Also ich bin früher tatsächlich schon mal so versuchsweise mit Kaninchen gereist. In meiner Kinderzeit gab es doch Artisten, die sind mit Hamsternummern aufgetreten. Das gibt's glaube ich bis heute noch. Hast du mal einen Flohzirkus gesehen? Das würde ich immer mal gerne sehen. Nee, habe ich noch nie. Also ich meinst du, als du bist mit dressierten Flöhen? Ja, hast du das mal gesehen? Nur im Fernsehen. Gibt's es wirklich oder ist es? Also im Fernsehen hat es das wirklich gegeben. Ja? Im Fernsehen hat es das wirklich gegeben. Super. Hier bei euch ist das ja eigentlich ganz gängig, oder? Ja. Bei uns ist es eher anormal. So, das? Das fing alles an mit dem ersten Glas Doppelkorn. Jetzt kommt jemand, der dich noch nicht gut kennt, aber der dich schon sehr mag, der mit dir den Tatort macht. Und deswegen kann er auch schon ein bisschen was über der dich erzählen. Der mich schon sehr mag, weil er Marc heißt. Sehr schön. Marc Waschke. Gib mir keinen Alkohol. Super Witz. Es war kein Witz, das war nur eine Feststellung. Tja, als ich die Merit das erste Mal gesehen habe, da hat sie so einen Schulranzen aufgehabt und stand so ganz verloren im Flur von der Schaubühne rum. Und sie hat mir fast ein bisschen leid getan und ich wollte sie so in den Arm nehmen, was ich mich aber nicht getraut habe. Und das könnte ich eigentlich jetzt beim Arbeiten tatsächlich jeden Tag machen. Also so viele am Set, die tun immer so, als wüssten sie alles und kriegen alles auf die Reihe und können ja auch ganz viele Tipps geben. Und das macht die Merit zum Glück nicht. Was ich wirklich an dir mag, ist, wie du das schaffst, beim
beim Drehen, zum Beispiel in einem Satz, bevor du nur irgendwie den Mund aufmachst, schon 3, 4 Sachen in deinem Gesicht passieren zu lassen, dann bräuchte ich eine ganze Seite Text zu, um dahin zu kommen. Das schaffe ich nicht und das bewundere ich immer wieder aufs Neue. Ich werde dir jedes Mal den Sportbeutel hinterhertragen, wenn du ihn vergessen hast, und in die Garderobe bringen und dir einen grünen Tee kochen und in meinem Thermobecher servieren. Denn deiner isoliert nicht so gut wie meiner, mein Becher und dein Becher. Ich umarme dich ganz fest, mein Lieber. I love you. Jetzt ganz gerührt. Kann man nicht gut umarmen, wenn du jemanden magst? Ja. Ja? Ja. Auch sehr gerne, immer wieder. Ich habe das mal eine Zeit lang verloren, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass, als ich angefangen habe, Filme zu machen, ich war immer so ein körperlicher Mensch, habe ich gemerkt, das kann auch mal in den falschen, falschen Hals geraten. Ja, genau. Und jetzt so langsam geht es wieder, dass ich das wirklich gut kann. Und mit Marc geht das prima. Tatort, sagst du, oder die neue Arbeit, ist anstrengend und Spaß zugleich. Ja. Wann ist es denn anstrengend? Also es ist, für mich ist es sehr ungewohnt, so eine regelmäßige Tätigkeit zu machen. Ich habe noch nie einen festen Beruf gehabt, muss ich sagen. Aber es ist doch auch ich nur... immer was noch. Ja? Ja, es sind nur 4 Wochen, aber es ist, du weißt, es kommt wieder und dann wird es weiterentwickelt und wird was gesagt. Und dann gibt es auch natürlich Verträge, die halten sich ja schon, die halten sich dann über längeren Zeitraum, wird gesagt, nö, da ungefähr, da kannst du nichts machen, da schauen wir mal. Und dann zieht sich das zu und dann denkst du irgendwie, oh, jetzt, also... jetzt brauche ich aber mal ein Buch. Jetzt. So, und dann wird es anstrengend. Oder es ist eh anstrengend, auch weil das 4 Wochen halt durchgeht. Das kann mitunter, je nachdem wie Witterungsverhältnisse oder dürfen wir überhaupt die Motive haben, die wir haben wollten. Manchmal darf man da plötzlich nicht hin, weil, oh Gott, nein, bei uns passiert kein Mord oder bei uns passiert sowas nicht oder so. Und da würde ich mir wünschen, dass Berlin da zum Beispiel mehr mithilft. Ja, das würde ich mir auch wünschen. Aber wir kommen komplett ohne Berlin aus bei unserem legendären Zimmer frei. Danke! Vielen Dank. Und das ist die Krux bei der Angelegenheit. Jemand, der als Wiederholungsgast zu uns kommt, bringt uns ein Bilderrätsel mit. Das ist der Moment, vor dem ich Angst habe. Angst, 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 Angst habe. Und Christine nicht. Bitte, Merit, schieß los. Oh, ich hoffe, es bleibt kompliziert. Merit? Bäckerblume, Bäckerblume. Merit? Meritisch! Das ist eines der schönsten Bilderrätsel, das ich je gesehen habe. Dafür kriegst du eine zimmerfreie Fanschaft für Merit Becker, meine Damen und Herren. Und Christine Westermann hat's geraten. Dankeschön. Dankeschön. Wahnsinn, Meritisch. Das ist ja der Hammer. Ja. Hast du aber auch toll gemacht. Es war total einfach. Ja. Ich habe auch gesagt, das ist zu einfach. Ja, ist aber einfach, oder? Ja. Naja, für die einen. Aber schreibt es mal. Das ist schwer. Ja. Ja. Es richtig zu schreiben ist nämlich wirklich eine Aufgabe. Das haben wir mal gemacht. Otto wieder. Da haben wir, also wir haben das mal gemacht und ich war die Einzige, die es gekonnt hat. Und dann fiel ihm das wieder ein. Da saßen wir am Tisch mit. Es war ganz schlimm. Das war mit Wim Wenders so ein Dreh. Und da sitzen dann ja immer sonst wer am Tisch. Also mit Quincy Jones und Nastassja Kinski und so. Aber das Wichtigste war Heinz Rühmann. Dann hat er gesagt, jetzt schreiben wir alle mal Meritich und dann schmeißen wir das in einen Hut und deswegen müssen wir das signieren und dann schmeißen wir es in einen Hut und dann gucken wir, wer es richtig hat. Und das haben alle gemacht. Und so kam ich sozusagen auf Umwegen zu einer Widmung von Heinz Rühmann für mich. Meritich, Heinz Rühmann. Ja. Toll. Aber ist es nicht wirklich, also Meer und Rettich, oder? Schreibt man mit wie das Meer, oder? Das ist genau richtig, ja. Also das hat aber bei uns jeder anders geschrieben, mit einem E, mit 2 E, mit einem R. Vor allen Dingen Quincy Jones. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, der hat nicht mitgemacht. Ich Hauptsache, ich hatte Heinz Rühmann in meinem... Unser Freund Thorsten Schorn war jetzt nicht alleine irgendwo, sondern der war bei jemandem, der dich sehr, sehr mag und der was ganz Schönes für dich macht. Guck mal. Ach Mensch, ist ja wie Weihnachten. Wird das Konfetti?
Nein, das wird Musik. Mit Lochkarten? Mit Lochkarten. Der Mann weiß, womit man Merit Becker eine Freude machen kann. Es ist nämlich ihr musikalischer Weggefährte und guter Freund Buddy Sacher. Wie dicke seid ihr zwei? Dicke. Ja? Also wenn du so fragst, würde ich sagen, dicke, ja. Holt sich Merit Becker häufiger mal Rat von guten Freunden? Also wie oft hat sie schon hier bei dir in der Küche gesessen? Oft. Ja? Und worum geht's dann? Oh. Früher hat man mal gesagt, Gott und die Welt. Ich stehe nicht so auf Gott. Aber es geht, ich könnte dir da das nicht eingrenzen. Naja, also zum Beispiel, wäre ich Schauspieler und mir wird die Hauptrolle als Tatortkommissar angeboten, da würde ich sagen, Jackpot! Aber sie zweifelt da doch auch schon mal, ne? Ob das das Richtige ist. Also sie ist da skeptisch. Sie ist in vielen Dingen skeptisch. Zum Beispiel macht sie wundervolle Musik. Und wenn ich dann sage, ach, das ist so schön, das Stück ist doch so toll, dann kann es sein, dass sie sagt, aber ich glaube, das geht noch besser. Timing ist nicht gut, machen wir neu. Ist das Ehrgeiz oder ist das Verzagtheit? Was ist das bei ihr? Talent. Ha? Ja, weil, also oft ist es so, wenn sie zum Beispiel ein Stück, was sie aufgenommen haben, kritisiert, dann denke ich mir so, warum? Und dann muss ich aber oft feststellen, sie hat recht. Wenn ich mich mit Merit Becker um 16 Uhr verabrede, um wie viel Uhr kommt sie? Kommt sie überhaupt? Naja, das liegt ein bisschen daran, dass sie so aufnahmebereit ist. Sie hat auch ein Talent, viel zu erleben. Das ist schon da. Und das hat sie anscheinend schon immer. Also ich weiß das von ihrer Mutter, dass Beschwerden kamen von der Schule. Merit wäre oft zu spät. Und Monika hat sie immer früh losgeschickt, also rechtzeitig. Und dann hat sie mal geguckt, was macht meine Tochter? Und dann ging die raus aus der Tür und, ach, was haben wir denn da? Und fand sie da hier irgendwas und hat sich das angeguckt. Und so kommt das. Und das ist, kann heute immer noch passieren. Aber das macht sie auch, ja? Die sitzt dann auch in der Küche und... Also ich weiß das von ihr. Das ist, sie hat mir damals vor vielen, vielen Jahren zum Geburtstag so eine, also ein kleines Musikinstrument geschenkt, mit dem man hier diese gelochten Streifen dann abspielen kann. Da habe ich mich sehr gefreut. Warum ist das für Merit Becker genau das richtige Instrument? Merit, ist das wunderbar. Erstmal dieses Lochen, dann dieses feine, eigentlich das Instrument für Merit. Das ist der Walzer für den Wintervogel. Das ist für dich, Merit. Ich bin ganz gerührt von beiden. Marc, Buddy, danke schön. Du machst tolle Geschenke, Merit. Ja, aber ich krieg dann so tolle Geschenke da auch. Das ist wirklich der Wahnsinn. Wir müssen das gleich mal erklären. Der Buddy hat mir das Lied geschrieben. Das ist das einzige Stück, was mir jemals ein Mann geschrieben hat. Und das war das und das von Buddy. Sollten wir alle uns schnell an die Arbeit machen. Aber Merit, man muss das kurz erklären. Also so eine Spieluhr funktioniert im Grunde dadurch, dass da, wo die Löcher sind, dann auch tatsächlich ein Ton erzeugt werden kann, weil irgendwelche Mechanismen da ineinander greifen. Genau. Und so hat derjenige, der diesen Lochstreifen erstellt, die Chance, Musik zu transkribieren auf die Spieluhr. Genau. Und wenn man das mit einem Tesafilmstreifen aneinander klebt, dann kann man. Es gibt natürlich noch andere Filmstreifen außer Tesafilm. Genau, man kann einen. Achso, Entschuldigung. Ja. Man kann einen Klebestreifen nehmen und dann ist es ein Loop. Ja. Das ist das Gleiche, wie man im Computer heute macht, wo man halt so immer. Ist nur preiswerter. Genau. Und funktioniert auch ohne Strom. Ja. Fantastisch. Genau. Funktioniert das immer noch, dass du so schön trödeln kannst? Dich verlieren kannst?
Ja, das funktioniert noch, wobei ich schon ganz schön oft mir vorkomme, als wäre ich auf der Flucht. Also ich bin so ein bisschen am Rennen manchmal und dann ist das... Aber ich ertappe mich immer wieder, dass ich, auch wenn ich ganz denke, jetzt gehst du aber zeitig mal los, dann ist das so, die Zeit zwischen zwei, drei Sachen, die ich machen muss, ist dann so, dass ich denke, eine kleine Minute hast du noch, so als würde ich mich so pseudo entspannen. Und schwupp, bin ich wieder zu spät. Wie gut kannst du denn auf andere warten? Ganz okay. Ja? Ja. Wie also, lange ist okay? Ich versuche, mich locker zu machen. Also, es gibt bestimmte Dinge, da bin ich ganz, ganz pünktlich und ganz, ganz tight. Zum Beispiel? Arbeit oder? Arbeit. Also ich bin, wenn ich zum Dreh gehe, bin ich zumindest nur zwei, drei Minuten zu spät unten am Auto. Die holen die Fahrer aber immer wieder rein. Und wenn ich auf die Bühne gehe, dann ist das ganz pünktlich, wobei ich immer fünf Minuten nach der angekündigten Zeit mindestens anfange, weil ich das unhöflich finde. Weil andere ja zu spät kommen. Genau, weil die Frau vielleicht nicht weiß, welche Schuhe sie anziehen soll und deswegen... Verstehe. Was absolut pünktlich kommt, meine Damen und Herren, ist unsere jetzige Aktion. Wir werden jetzt Folgendes machen. Karnevalslieder, Stimmungslieder, Lieder, die man gemeinhin mit Frohsinn, mit Lustigsein, mit Schenkelklopfen und Schinkenklopfen in Verbindung bringt. All diese Lieder werden wir jetzt singen, allerdings in sentimentaler musikalischer Fasson. Okay. Und das machen wir nicht allein, meine Damen und Herren, das machen wir mit unserem zimmerfreien Kurorchester. Wow. Ah, den kenne ich auch nicht. So, dann fragen wir den Kapellmeister, womit geht's los? Wir beginnen mit Christine. Die Karawane zieht weiter Ach als Gott. Blues. Ach du Scheiße. Oh. Come on, baby. Mercy, mercy, mercy. Der Sultan hat Durst. Ruby. Oh mein Gott. Hat der Durst. Der Sultan hat Durst und die Karawane zieht weiter. Oh Baby, lass uns mitziehen. Mercy, mein Gott. Der Sultan hat solchen Durst. Ah! Entschuldigung. Das war schön, warte mal. Immer noch hat der Sultan Durst. Bravo! Mercy, mercy, mercy. Und jetzt? So, für Merit haben wir auf der Reeperbahn nachts um halb eins. Oh, das kenne ich wenigstens, das andere will ich nicht kennen. Als Tango. Oh, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Auf der Reeperbahn nachts um halb eins. Jawohl! Wer noch niemals in lauschiger Nacht auf der Reeperbahn Bummel gemacht, wie ein armer Wicht, denn er kennt dich nicht, mein St. Pauli, St. Pauli bei Nacht. Und ich? Dort singt Westfalenland, Westfalenland ist wieder außer Rand und Band. Als Bossa Nova. Als Bossa Nova. Heiliger Strohsack. Kennst du unseren Doppelkorn? Unseren prima Schinken? Besänftigen jeden Zorn, bis wir fröhlich winken. Und sollte mal ein Dummkopf schreien: Westfalen, die sind stur! So laden wir ihn freundlichst ein und singen ihm dann nur: Westfalenland, Westfalenland ist wieder außer Rand und Band.
Mit Lachen und Scherzen und Singen wollen wir Herzen bezwingen. Westfalenland, Westfalenland ist wieder außer Rand und Band. Wer anders denkt, hat dich nie richtig gekannt. Du schönes Westfalenland. Cha, cha, cha. Ja. Und schon jetzt zur Halbhausmusik. Die zweite Hausmusik, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist etwas ganz Besonderes. Merit, du hast dir was Besonderes ausgesucht, ein Lied, das alle kennen, ja, aber nicht so. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das überhaupt kenne. Darfst du das Klavier spielen, muss ich doch wider Willen diese formschöne Montur ablegen. Ich habe eine Leseschwäche, ich muss mal schauen, dass ich jetzt schaffe. Also sag unser Publikum noch, was du singen wirst. Ach so. Ja. Also für den Film Victoria, ja, der ja durch eine Nacht führt, in einem einzigen Atemlos. Atemlos? Atemlos. Ich habe das sehr spät erst und finde das total toll. Unser Trenn ist irgendwie unsterblich. Komm, nimm meine Hand und geh mit mir. Atemlos durch die Nacht, fühl, was Liebe mit uns macht. Atemlos, einfach raus, nimm meine Stimmen. Was meinen Sie? Rote oder grüne Karten? Bitte hoch mit den Dingern. Sollen Sie bei uns wohnen bleiben? Natürlich, das war nicht anders zu erwarten. 48 Milliarden grüne Karten sprechen eine deutliche Sprache. Danke, meine Damen und Herren, Sie waren toll. Das Ziel war fantastisch. Ich war mit mir auch zufrieden. Aber der Star des Abends, Merit Becker! Rose! Protester!